Am 29. Jänner besteige ich in Wien wieder das Flugzeug. 11 Stunden Flug sind es bis nach Cancun. Sarai ist bereits dort. Ich bin aufgeregt, aber auch voller Vorfreude auf Mexiko. Im dicht verbauten Playa del Carmen an der Riviera Maya in Mexiko dann schon die ersten Papageien-Sichtungen. Ein Pärchen Weißstirn-Amazonen sitzt auf dem einzigen Baum weit und breit. Der männliche Vogel kommt und holt den weiblichen Vogel ab, um ein bisschen weiter wegzufliegen, wo es noch grüner ist. Heute haben wir das Akumal Monkey Sanctuary besucht, in der Nähe von Playa del Carmen, zwischen Playa del Carmen und Tulum, um hier einfach eine andere Gruppe kennenzulernen, die auch im Artenschutz arbeitet. Und es war sehr interessant. Wir brechen auf nach Mérida, der Hauptstadt von Yucatan. Wir fahren vorbei an den Baustellen und bereits fertiggestellten Abschnitten vom Tren Maya. Die Bahntrasse durchschneidet den Tieflandurwald und hinterlässt eine Narbe. Wir besuchen die Ruinen von Uxmal, einer ehemals großen und bedeutenden Stadt der Maya, und treffen hier auf Leguane, die sich gerade in Paarungsstimmung befinden. Zur Hochblüte dieser Stadt lebten hier um die 25.000 Menschen. Ab dem 10. Jahrhundert wanderten diese ab und ab dem 16. Jahrhundert wurde Uxmal wiederentdeckt. Uxmal liegt auf 50 Meter Seehöhe. Hier hat es eine Durchschnittstemperatur von 26 Grad und Uxmal ist Teil des Landschaftsschutzgebietes PUC. 88 Kilometer lang erstreckt sich der Radius des sich hier befindlichen Zenotenrings. Wir besuchen einige dieser unterirdischen Flüsse und genießen das kühle Wasser. Zenoten sind typisch für die Halbinsel Yucatan. Wir machen die Ausflüge gemeinsam mit dem Vater von Sarai, der gerade eine Reise nach Mérida gemacht hat. Dieser Ring ist durch den Einschlag eines Meteoriten vor ca. 66 Millionen Jahren entstanden, der Chicxulub-Krater. Hoy los saludamos desde el Museo del Meteorito en Progreso, Yucatán. Venimos a visitar a los predecesores de las aves. Am selben Ort im Jahr 2024 blühen die Bäume. Und wir sind unterwegs zu Freunden, die im selben arbeiten wie wir, das Projekto Santa Maria. Und führt uns durch die Anlage. Hier leben über 80 gerettete Papageien. Wir bekommen von ihm Tipps, was Volierengitter betrifft, und geben ihm auch unser Wissen weiter. Wir bleiben ein paar Tage und richten die Volieren ein bisschen gemütlicher für die Vögel ein.
Wildschwein stammen aus kleinen, engen Rundkäfigen und freuen sich sehr über den Platz und die Beschäftigung. Unseres Aufenthaltes besucht eine Schulklasse aus dem nächsten Dorf das Projekt. Pierre erzählt ihnen vom Federrupfen und vom Leid der Käfigvögel.